In manchen Ländern ist das Wetter so heiß, dass man kaum noch freiwillig das Haus verlassen möchte. Da bleiben wir lieber im gut klimatisierten Zimmer. Hitze kann auf Dauer sehr unerträglich werden. Am Tage der Auferstehung, an dem Allah subhanahu wa ta'ala Menschen, Djinn und Tiere versammeln will, wird es keine Klimaanlage geben, durch die wir uns schützen können. Es wird keine Bäume geben, die uns Schatten spenden. Alle Menschen, die jemals gelebt haben, werden nackt und barfuß auferstehen. Und jeder wird nur an sich selbst denken. Es wird ein Tag sein, an dem jeder vor dem anderen fliehen wird. Stell dir diesen Moment vor. Du stehst an Yawm al-Qiyamah. Die Sonne steht dir über dem Kopf. Die Menschen werden vor der Hitze geplagt. Und dennoch wird Allah Azza wa Jal nicht zulassen, dass wir sterben. Imam Muslim überliefert in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Die Sonne wird am Tag der Auferstehung den Geschöpfen so nahe sein, bis sie nur noch ein kleines Stück entfernt ist. Die Menschen werden auf der Ebene ihrer Taten schwitzen. Einige von ihnen haben Schweiß, der ihre Knöchel bedeckt. Einige bis zu den Knien, andere bis zu den Schultern und andere werden darin ertrinken. Stell dir vor, du stehst in der Wüste ohne Schatten, ohne Wasser, ohne Wind. Die Sonne scheint dir über den Kopf. Es wird immer heißer und heißer und unerträglicher. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht sterben lassen. 50.000 Jahre werden wir stehen und müssen das über uns ergehen lassen. Die Menschen werden so verzweifelt sein, dass sie die Fürbitte der Gesandten einholen und sie möchten von ihnen, dass sie Allah darum bitten, mit der Abrechnung zu beginnen. Sie werden sagen, wir können das nicht ertragen. Das Einzige, was wir brauchen, ist Schatten. Diesen Tag nennt Allah subhanahu wa ta'ala Yawmul Fasl, der Tag der Teilung. An diesem Tag werden die Bösen vom Guten getrennt. Und der Gläubige vom Ungläubigen. Wenn wir über diesen Tag nachdenken, dann scheint es wenig Hoffnung für uns zu geben. Jedoch besteht unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala aus Furcht und Hoffnung. Während wir uns vor diesem Tag fürchten, haben wir zugleich auch Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs, dass er einen Ausweg für uns hat. An diesem gewaltigen Tag wird es 7 Arten von Menschen geben, die sich inmitten dieser Folter wohlfühlen werden. Sie werden sich im Schatten des Thrones Allah subhanahu wa ta'ala ausruhen. Die 50.000 Jahre werden für sie so vergehen wie die Zeit, die benötigt wird, um 2 Raka zu beten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah wird 7 Arten von Menschen an diesem Tag Schatten geben, an dem es keinen anderen Schatten geben wird, außer seinem Schatten. Ein gerechter Herrscher, ein Jugendlicher, der in der Anbetung Allahs aufgewachsen ist, ein Mann, dessen Herz an den Moscheen hängt, 2 Gläubige, die sich um Allahs Willen lieben, sich dafür treffen und dafür wieder trennen, ein Mann, der von einer Frau von Schönheit und Stellung wegen unerlaubter Beziehung gerufen wird, aber er sagt, ich fürchte auch. Eine Person, der so im Geheimen spendet, dass seine linke Hand nicht weiß, was seine rechte gespendet hat. Und eine Person, der sich in der Einsamkeit an Allah erinnerte und seine Augen dabei angefangen haben zu tränen. Liebe Geschwister, ich möchte nur auf einen Punkt eingehen. Auf den Jugendlichen, der in der Anbetung Allahs aufgewachsen ist. Oft muss man sich anhören, du bist noch jung, genieß dein Leben. Habe Spaß. Religion ist etwas für Ältere. Den Hijab kannst du tragen, wenn du älter geworden bist. Die Jugend ist eine Zeit, um die Dunya zu genießen. Nein, die Jugend ist eine Zeit, in der wir Energie haben. Wenn wir alt sind, werden wir sie wahrscheinlich nicht mehr haben, weil es uns vielleicht an Gesundheit fehlen wird. Die meisten alten Menschen verbringen doch ihre meiste Zeit zu Hause, vor dem Fernseher, im Bett, in Krankenhäusern, abgeschottet von der Außenwelt. Und wenn sie mal rausgehen, dann nur um einige Einkäufe zu erledigen oder zum Arzt zu gehen. Diese Jugend sollten wir also nutzen, um Allah subhanahu wa ta'ala durch gute Taten näher zu kommen.
Auch ist die Jugend eine Zeit, in der die Wünsche größer sind und der Wille zum Handeln, ob gut oder schlecht, stärker ist. Wenn wir diesen Weg gehen, unsere Wünsche und Gelüste zurückhalten, dann werden wir vielleicht nicht der Beliebteste in der Schule sein. Nein, aber bei Allah werden wir den größten Lohn erhalten. Und dazu gehört sein Schatten an Yawm al-Qiyamah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns am Tag der Auferstehung unter seinem Schatten Platz gewähren. Allahumma amin.